meine Aufgabe oder das, was ich mir als Aufgabe heute gestellt habe, ist schon, den Versuch zu machen, die wichtigsten Ideen von Hegel zusammenzufassen, auf eine klare Art und Weise. Aber da ist natürlich auch eine Verbindung zu, was sich im Augenblick in Stuttgart, und mein Eindruck ist, das ist nicht nur spannend und nicht nur aufregend, sondern das ist historisch, was sich hier in Stuttgart jetzt ereignet. Da werden Bücher drüber geschrieben werden. Und vielleicht wird ein Buch erscheinen mit dem Titel Oben bleiben. Oder so. Und ich möchte schon die Verbindung dazu herstellen, aber das wird nur auf beschränkte Art und Weise passieren, in dem, was ich jetzt sagen werde, und vielleicht können wir es dann im Gespräch weiter ausdehnen. Aber ich werde gleich zum Anfang sozusagen etwas drastisch und mit einem gewissen Risiko den Versuch machen, einen Bogen, einen aus meiner Ansicht nach wichtigen Bogen, grüß dich. Sehr schön, dass du da bist. Eine bedeutende Verkettung zwischen dem Gedankentum von Hegel und dem, was sich im Augenblick in Stuttgart und nicht nur in Stuttgart, sondern eigentlich sehr, sehr viel verbreitet. Ich habe gerade im BBC einen Beitrag gehört, also das ist jetzt gerade in Europa gibt es 13 Länder, in denen Demonstrationen jetzt in Erscheinung getreten sind. Hier ist der Berührungspunkt. Der Berührungspunkt, und es ist mehr als ein Berührungspunkt, ich nehme das Wort zurück, also worum es geht, ist, dass in unserer Kultur jetzt etwas immer mehr Wucht, immer mehr Kraft annimmt. Und das hat damit zu tun, oder es dreht sich dabei darum, dass man empört ist mit der jetzigen Art, das Wort demokratisiert, Demokratie zu verniedlichen oder das Wort Demokratie auf das Wählen können zu beschränken. Anders ausgedrückt, und das anders ausdrücken in diesem Fall ist wichtiger als das, was ich bisher, um sozusagen den Rahmen herzustellen, gesagt habe. Nämlich, in unserer Kultur spielt eine ganz große Rolle der Begriff des wirklich Lebens und nicht nur irgendwie das Leben sozusagen dahin, vor allem an sich vorbeigehen zu lassen, mit einer Anspielung auf die berühmte Novelle von Tolstoi, wo der Iwan Ilitsch stirbt am Ende, der Tod des Iwan Ilitsch, und am Ende 4 Tage lang schreit, weil er am Ende seines Lebens erkennt, dass er nicht wirklich gelebt hat. Dieser Begriff des nicht nur irgendwie das Leben als ein Nichtleben an sich vorbeigehen zu lassen, sondern den Versuch zu machen, intensiv zu leben, wirklich zu leben, noch etwas anders ausgedrückt. Also die Sehnsucht, die sich jetzt verbreitet, die Sehnsucht, die sehr viele Menschen empfinden, die Sehnsucht nach einer Art zu leben, die wirklich Leben ist, ich würde sagen, die ist deutlich. Die spielt eine Rolle, ohne die würde das, was sich im Augenblick in Stuttgart weltberühmt jetzt sozusagen darstellt, wäre unter Umständen nicht da. Also da ist eine Empörung über die Art und Weise, wie man lebt, die dahinter steht. Und man will wirklich leben, und sozusagen auch aus dem, was sich jetzt entwickelt hat, unter Umständen den Weg dazu finden, dass man eine Stadt erfindet, wie wir neulich gesagt haben, in der man wirklicher leben kann als bisher. Und also das Erste, was ich versuche zu sagen, ist, dass zwischen dieser Sehnsucht und das Wort, das mir da am liebsten ist, ist nicht das Wort Empörung, sondern das Wort Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem wirklich Leben
Jetzt, genauer ausgedrückt, es dreht sich nicht nur um eine Verkettung, nicht nur um eine Verknüpfung. Es dreht sich um eine Vertiefung. Also, was ich versuche in den nächsten 55 Minuten, ist, es dazu zu bringen, dass man diese Sehnsucht tiefer versteht, dass man versteht, was der Hintergrund zu dieser Sehnsucht ist, wo die herkommt oder was die Unterschichten sind. Und da würde ich so ein bisschen frech den Gedanken euch vorschlagen, dass vielleicht heute dann um 3 Uhr früh, wenn ihr nicht gut schlafen könnt, könnte sowas auftauchen im Kopf wie, ja, unter Umständen ist dafür Hegel nötig, dass man braucht den Hegel dazu, um diese Sehnsucht wirklich zu verstehen. Also wirklich, wirklich, wirklich zu verstehen in all den Schichten, die unter dieser Sehnsucht liegen.